Ich fahre den weißen Mitsubishi ASX, der im Jahre 2023 aus der Ehe mit Renault-Nissan hervorging. Seitens Mitsubishi wird über diese Verbindung nicht ansatzweise hinweggetäuscht, da rein äußerlich nur das diamantene Branding den Unterschied zum Clio deutlich macht. Dem Kunden selbst sollte diese Verbindung nicht zum Nachteil gelangen. Versprechen noch größere Stückzahlen einen Niederschlag im Preisgefüge. Und auch die Konkurrenz sollte die Preisfindung positiv beeinflussen. Im Übrigen sind diese über den Herstellernamen hinweg gestaltete Kooperationen zwischen den Marken nichts Neues und über alle Klassen verbreitet. Der ASX bietet auf einem Radstand von 2639 mm eine fünftürige und fünfsitzige Karosse. Mit kompakten 4277 mm Länge und einer Höhe von 1576 mm. Die relativ kurzen Überhänge und der bogenförmig gezeichnete Schweller zwischen den Radhäusern unterstreichen die kundenfreundliche SUV-Optik. Bei einem Leergewicht von 1362 Kilo bietet der ASX in der Variante Plus in der gefahrenen Motorisierung eine Zuladung von 532 Kilo, welches sich auf die Sitze bzw. den Laderaum von 422 bis maximal 1275 Liter verteilen darf. Ich mit einer Körpergröße von 1,93 brauche die Längsverschiebung des Fahrersitzes nicht vollends auszunutzen. Allerdings bin ich froh über die Höhenverstellung des Fahrersitzes, die für den Beifahrersitz leider erst in der Intro Edition Bestandteil der Serie ist. Was mir positiv aufgefallen ist, dass die Positionierung der Außenspiegel die Totwinkelfallen am unteren Ende der A-Säulen minimieren. Perfekt wäre trotzdem ein Totwinkelwarner, der erst ab den höheren Ausstattungsvarianten verfügbar ist. Die durch den kräftigen Heckscheibenrahmen eingeschränkte Sicht nach hinten wird durch die Einparkhilfe vorn und hinten und erst recht durch die Rückfahrkamera mit Hilfslinien serienmäßig ab der Basisausstattung mehr als kompensiert. Der ASX fährt sich springlebendig, spurtet willig. Grund dafür ist die Vierzylinder-Motorisierung, die aus einem Hubraum von 1333 Kubik 103 kW 140 PS bietet und dank eines Drehmoments von 260 Newtonmeter ab 1750 Umdrehungen betont schaltfaul ums Eck gezirkelt werden kann. Die Höchstgeschwindigkeit der nur manuell geschalteten Modellversion liegt bei 196 km/h und die Verbrauchswerte des 48 Liter umfassenden Tankvolumens verlocken sehr Positives. Wer automatisiert schalten lässt, wird bei ASX mit gleichem Hubraum sogar leicht erstarkt, 116 kW, 158 PS und 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe fündig, die in der Intro Edition oder Top-Ausstattung angeboten wird. Der Mitsubishi ASX ist ausstattungsseitig betont für die Frontpassagiere ausgestattet. Ein farbiges 7 Zoll Multimedia-Bildschirm, Lenkradfernbedienung, wo nur die verdeckt positionierte Lautstärkeregelung des neuen Nutzers einmalig suchen lässt. Und die wirklich netten Applikationen in Metalloptik strahlen Wertigkeit aus. Die Bedienung erfolgt intuitiv. Was mir positiv aufgefallen ist, dass die Sitzheizung bei erneutem Motorstart nicht im Dauerbetrieb heizt, sondern wieder manuell geschaltet werden muss. Bei der Eco-Taste hätte ich das eher toleriert. Ab der Plus-Ausstattung sorgt die serienmäßige Klimaanlage nicht um einen Pollenfilter,
sondern sogar mit einem Luftreiniger für Wohlfühlambiente. Die Rücksitzbank ist nicht nur im Verhältnis 40-60 geteilt und umlegbar, sie ist auch zugunsten Laderaum auch noch bis zu 16 cm verschiebbar. Hinsichtlich Sicherheitsausstattung liegt der ASX mit seinem Auffahrwarnsystem, dem aktiven Spurhalteassistent, auf Klassenniveau. Den Totwinkelassistenten, wie gesagt, ist erst ab der Intro Edition wählbar. Hätte ich mir bereits in der Basisausstattung gewünscht. Mitsubishis Preisliste offeriert den ASX 1.3 Turbo Benziner mit 28.390 Euro.